Eine schrecklich fette Familie auf Antenne Bayern. Nachdem Herr Nullinger bei den Diätavancen seiner Frau nicht so richtig mitzieht, hat diese jetzt einen Profi gebeten, ihr zu helfen. Also Papa, pass auf. Hä, Bulli? Ich hab gemeint ein Profi. Ich bin ein Profi. Wenn ihr einer Profi beim Abnehmen ist, dann bin ich das. Du, Papa. Das ist lustig. Oder? Ja, das ist wirklich lustig. Aber hallo, ich bin der in der Familie, der mit Abstand in seinem Leben schon am allermeisten abgenommen hat. Und jetzt mal wieder zugenommen. Das tut ja nichts zur Sache. Und zwar mehrere wie vorher abgenommen. Das tut auch nichts zur Sache. Und du, Bulli, du und Profi, dass ich nicht lach, du bist seit deiner Geburt dauerhaft nur am Zunehmen. Hä? Was? Ja, freilich, da schau hinter der Eckbank. Das warst du mit 3 Jahren. Maria, was hat er da gewogen? Mit 3 Jahren? Mei, so um die 14 Kilo. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, um die 30. Fette Sau. Josef. Also, ich mache ja jetzt eine Diät. Jacqueline, du machst immer Diät. Aber jetzt mache ich dazu eine Bewegung. Ja, man doch mit Bewegung auf. Ich sag immer, mein Hirn sagt Sport, aber mein Herz sagt Leberkäse. Was sag ich? Ich sag Sport. Hast du das gehört jetzt? Ja, hab ich hier. So ein Schmarrn. Du hast deinen Lebtag noch nicht Sport gesagt. Also, der rettet einen Schmarrn daher. Er gib mir jetzt. Nimm einfach nicht auf ihm und essen weiter. Okay. Und überhaupt, was machst denn du für eine Bewegung, Jacqueline? Das darf ich jetzt hier nicht sagen. Jacqueline! Was denn? Okay, ich mach's mit meinem neuen Freund, dem Ronaldo. Jacqueline! Was denn? Oh Mann, echt, dann sag ich's halt. FIFA 2017 auf der PlayStation. Die spielen wir miteinander. Hä, was ist denn da die Bewegung? Ich find das super, dass du das machst, Jacqueline. Gell? Hä? Wieso denn? Weil die sehr gut von dem anderen Thema abgelenkt hat. Was denn für anders? Genau, Abnehmer Josef. Ich muss los in die Arbeit. Wiederschauen. Die Nullingers auf Antenne Bayern. Schalten Sie auch morgen früh wieder ein. Um 7:15, wenn es heißt... Wissen Sie, und dann dieser Druck, der da die ganze Zeit aufgebaut wird von meiner Frau. Ich weiß teilweise gar nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Mei, das kann ich verstehen, Herr Nullinger. Dann würde ich sagen, wir unterhalten uns morgen um die gleiche Zeit über mögliche Problemlösungsstrategien. Bis dahin, das Gleiche wie immer. Jawohl. Also dann, 2 warme Leberkäse zum Mitnehmen und eine zum Gleichessen. Danke.